Hallo und willkommen zurück zu My Little Pony RPG, The Elements of Harmony. Und da ist Fluttershy. Na, schaut, was wir hier haben. 6 kleine Ponys, die in einer Reihe stehen. Okay, 6 Bände. Muss das geben. Fluttershy? Wie redest du denn? Was ist los, Twilight? Bist du Niederlagen nicht gewöhnt? Und das ist Celestia, wäre sehr enttäuscht von dir. Oh mein, das kann nicht ich sein. Mag es nicht so zu Twilight reden. Werd dich so hart schlagen, du wirst eine Woche lang nur Schmetterlinge sehen. Ah, was ist los? Lambo-Trash. Lahmbogenmüll. Verletze ich aber die Gefühle deines Freundes. Warum rennst du nicht weg und versteckst dich? Tja, warum benutzt du denn eine neue Beleidigung für Lambo-Trash? So wie die Angst hast, der du wirklich bist. Twilight, die macht mir Angst. Richtig. Schnappen wir sie uns, Happy Corner. Haha. Ihr kleinen Verlierer denkt, ihr könnt mich aufhalten. Ja, warte mal. Was heißt das denn? Geist, das hasse es. Ah. Okay, jetzt haben wir also den Hass, gegen den wir kämpfen dürfen. Welches Element hat der Fluttershy nochmal? Freundlichkeit. Ah, ja, okay, mach gut. Also Kindness im Englischen. Warum kannst du das? Nur weil du Fluttershy-Klon bist? Ich glaube, das ist die gleiche Musik wie beim letzten Gegner. Oder? Na egal. Kann ich nicht beurteilen, es ist so stumm wie die ganze Zeit auch. Ja gut. Für dich vielleicht. Pure. Juck. Oh, da startet die Musik wieder neu. Sehr kurzes Stück anscheinend. Boah. 30.000 Crit. Au. Was, du hast die... Alles klar. Jetzt dann können wir, glaube ich, gar nichts machen, oder? Weil das ist ja gegen Para, aber das ist jetzt dann... Ach, egal. Dann machen wir einfach mal hier 3. Nuke. Angriff. Angriff, 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 Angriff! Ganz, ganz viele Angriff. Wir machen dieses Pony fertig. Stern. Ach nee, das ist das Anstarren. Aber warum hat er so viel Schaden?
Boah, der ganz, ganz böser Blick. Ja, aber der funktioniert normalerweise nur bei Tieren, die nicht Ponys sind. Du schaffst das. Wenn man es theoretisch betrachtet, sind sie stärker als wir, weil wir brauchen wir brauchen alle. Die kämpfen alleine. Ja, das stimmt. Nightmare Moon wäre cooler gewesen, wenn sie alle sechs gegen dich gehetzt hätte. Vielleicht so. LOL. Wird die alle gestunt, Mensch. Vielleicht hätte ich die auch für die auch so einen Anti-Stun mitnehmen sollen. Aber naja. Jetzt sind wir schon im Kampf. Ja, du kannst theoretisch danach besiegt. Nochmal durch die komplette World Map überall einkommen. Warum sollte ich? Gibt's da eh nur Scheiße. Ich bin gerade gefühlt, dass du nicht kannst. Du merkst schon, dass du lesen musst, oder? Nein. Schaut so aus, als wäre das Element der Disharmonie deaktiviert. Lasst uns weitermachen. Das ist der gleiche Text wie vorher. Echt? Weiß ich ja nicht. Tut mir leid, mit gesenktem Blick war ich gerade auf meinem Bein eskortiert. So schleppen wir zum blinkenden Bildschirm zur Heilstation, zum Heilkristall. Den hast du nötig. Okay, wie machen wir jetzt? Applejack. Entsteht viel Glück. Audi! Schön, euch alle wiederzusehen. Nightmare Moon ist allerdings nicht in dieser Höhle. Hallo Prinzessin, ist es in einem anderen Schloss. Oh mein Gott, eine geniale Anspielung. Was? Ne? Geh beiseite, Fry. Dieser Fake ist nur eine Ladung spür, also. Hör nicht auf ein Wort, das du sagst. Mädchen, aufpassen! Diese Applejack ist Lügen, Pony. Holt sie euch! Hä, warum wird hier Pony mit H geschrieben? Naja, es gibt ja dieses Wort Pony. Das ist vielleicht sehr kränklich. Also, Pony ist falsch. Schwindler sozusagen. Klingt halt fast nicht mehr. Lügen der Applejack? Ich lüge nicht. Das Element der Loyalität gibt keinen Weg. Aber das ist es. Es geht los. Deception.
Was heißt das? Ich würde sagen Täuschung, ich google mal kurz. Betrug oder Täuschung oder Schwindel. Ah ja. Ist ja im Endeffekt das Gegenteil der Wahrheit. Saber. Oh, die ist noch mal langsamer als unsere Applejack. Das ist einfach super lame, Applejack. Sonic Rainboom. Normaler Angriff. Nuke. Normaler Angriff. Aber die haben mehr AP als die anderen. Sleeve Attack. Was, das kann die? Und auch nur ausgerechnet auf Rarity. Weiß ich genau. Stop. What's this? That's. Bam. So. Hört man das eigentlich? Was hören? Was im Hintergrund passiert? Also ich schon, aber ich glaube im Video hört man es nicht so laut wie das ich. Ist sehr unterhaltsam, muss ich sagen. Aha, alles klar. Also ich finde es gerade. Ja. Normaler Angriff. Oh. Oh nein, sie war schneller. Mist. Fuck. Angriff. Soft. Auf Twilight. Auf Twilight's Packel. Verrate dir schon mal, was nach dem Kampf noch stehen wird. Der hat der K geboostet. Was verrätst du mir? Welcher Text nach dem Kampf kommt? Warum verrätst du mir das? Das ist ja Spoiler. Ja, riesen Spoiler. Twilight Sparkle wird sagen, looks like the element of this harmony deactivated. Let's keep going. Was denn nicht? Das ist exakt der gleiche Text wie bei den ersten beiden Ebenen. Ah, die liegt ja immer noch. Ja, die hast du jetzt noch. Okay, dann buffen wir uns nochmal Wall. Saber. Und drauf. Drauf. Alle drauf. Wall. Saber. Ja, genau. Mach Pinkie Pie mit einem Schlag kaputt. What the fuck? Okay. Life 2. Pinkie Pie. Nuke. Angriff. Boom. Angriff. Fade. An der verdammt unabhängig. Was? Ja, die höchsten Lebenspunkte bisher. Das kann sein. Würde mich auch nicht wundern. Unser Team ist das ja auch der Tank. Die Tank. Kann man das so nennen, die Tank? Oh, nein.
Er ist übersetzt. Es sieht so aus, als hätten wir ein weiteres Element da. Das haben wir nicht aktiviert. Gehen wir weiter. War das so richtig? Ja. Sehen wir nicht. So, wen möchtest du denn als nächstes machen? Gute Frage. Wir haben jetzt noch Pinkie Pie. Twilight Sparkle. Also Pinkie Pie ist wahrscheinlich. Traurigkeit oder so? Rainbow Dash. Ja, das war's eigentlich. Wir haben nur noch die drei. Rainbow Dash muss ja dann Verrat sein. Oder war doch Treue? Ja, es war Treue. Fang an, wenn du damit abgehst. Oh mein Gott. Ich habe Tickets für die Wonderbolts bekommen. Kann es nicht erwarten, sie zu sehen. Was ist mit dem Quest hier? Nightmare Moon wird die ewige Nacht über uns bringen. Ja, das ist die Quest, das Problem. Ich wollte die Wonderbolts schon immer mal sehen. Was würde niemals die Quest hier für die Wonderbolts aufgeben? Würde lieben, sie zu sehen, aber nicht, wenn die Quest, das Schicksal der Quest hier in meinen Hufen liegt. Nicht mal, wenn ich dir mein extra Ticket gebe. Rambo, fokussier dich bitte. Es ist bei. Und es ist sogar in der ersten Reihe. Oh, ich kann nicht. Du wirst mich nicht reinlegen. Oh, das ist aber eine Schande. Kommt schon, Apple Pony. Schlagen wir diesen Betrügerin. Der Geist des Betrugs taucht auf. Okay. Ah, oder Verrat. Verrat, schöneres Wort. Paul, Eber, Bam, Bam, Bam. Oh nein, der kann der Rainbow Dash attacken. Sie. Oh ja, der Kampf wird heftig, sag ich dich. Boah, das haut nur an. Ob du die überhaupt schaffst? Ich bin Level 99! Ich bin ja nicht davon ausgegangen. Ja, ich bin davon ausgegangen, dass Twilight Sparkle der härteste Gegner wird, weil sie ja quasi Hauptperson ist. Aber Rainbow Dash ist wahrscheinlich der zweitstärkste Kampf hier. Nein, wenn du besiegst, ist Pinkie Pie. Klar! Das glaube ich im Leben. Weiß auch nicht, vielleicht ist das auch quasi so gemacht, dass die immer stärker werden, verstehst du? So, egal welche Reihenfolge du sie machst, ja. Am Ende hast du den stärksten in dem Sinne. Glaube ich. Ich kann gar kein Sonic Rainboom, die ist nicht real. Hätte eigentlich noch cool gefunden, wenn ich auf Level 99 noch einen Doppel-Sonic Rainboom gelernt hätte. Boah, fast geleitet. So extra stark einfach. Habe ich jetzt bei Twilight nicht auf Nils gedrückt? Ich weiß es nicht mehr. Bait habe ich auf jeden Fall gemacht, das weiß ich. Nein, habe ich nicht. Na gut. Dann war das eine Normal Attack. Bait.
Nuke. Greift immer als erstes an, oder? Ja, tut sie. Viel Mana hat Rainbow Dash normalerweise gar nicht, die du da einsetzt. Och, mach doch nicht so eine Attacke. Nuke. Jetzt Applejack, los! Und ich brauche bald wieder einen Set-Buff. Magic, Life 2, Magic, Saber, Angriff, Angriff. Na gut, dass sie auch vor ihr drin ist. So, jetzt Saber. Dash, Dash. Rainbow Dash könnte dich besiegen. Vertraue darauf. Nein, die kommen in die Rainbow Factory. So wie es im Pegasus Device dann passiert ist. Falls ich das, was in den Videos vorkam, so richtig verstanden habe. Weil ich habe die Fanfiction noch nicht gelesen. Ich kenne nur die ganzen Musikvideos dazu. Zum Pegasus Device. Nachfolger von Rainbow Factory. Hast du gehört? Ja. Nicht aber denke ich nicht, oder? Naja, du hast ja. Ich weiß nicht, hast du dir das Fanfiction Reading, was ich dir geschickt habe, angehört? Vermutlich nicht. Also weißt du nicht, wie Rainbow Factory endet? Nein. Ja, gut. Okay, weißt du, wer jetzt kommt? ETF Burst schon, oder? In den 10 Sekunden, wo ich auf den zweiten Bildschirm geguckt habe, ist der Preis. In dem Moment, den ich gesagt habe. Ja, du hast so gesagt, weil er das letzte ist. Jetzt kommt ja, Pinkamena Diane Pie! Oh. Wie kannst du es wagen, hierher zu kommen? Bin so wütend. Boah, eine extra Pinkie Pie. Und ich habe nicht einmal den magischen Spiegelbrunnen finden müssen. Was? Ja, es gibt so einen Brunnen. Da gehst du rein. Ah, okay. Und dann kommst du halt auf quasi wieder raus auf der anderen Seite. Also kommst du halt doppelt wieder raus quasi. Gut, Bond heißt Teich. Aber es war ein Ader. Ja, das ist ein Teich. Ich verstehe das nicht. Und ich glaube auch nicht, dass ich das möchte. Aber das. Uah. Seid leise, ihr alle. Eure beschissenen kleinen Stimmen sind wie bla 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 bla. Ich halte das nicht mehr aus. Geht mir aus dem Gesicht. Aus meiner Sicht. Sie muss ein Element der Disharmonie sein. Schnell, Mädchen! Take her down! Bringen wir sie um! Mach's fertig! Oh! Ich glaub, Pinkie Pie möchte sie behalten. Ja, gut. Boom. Bam. Minus Death. Och, mies. Ward. Saber. Kick. Oh nein, Pinkie Pie gekickt.
Na, wie gemein. Juck. Ist die jetzt nur gestandet oder paralysiert? Okay, gestand. Was? Ein Lied? Oh. Oh fuck, ein Konfusionslied. Das klingt aber nicht so geil. Ja. Item. 8. 8. Muss euch schnell heilen, bevor ihr irgendwen umbringt. Bio. Okay, die kann Gift. Call. Angel. Ah. Raymond, der springt doch nicht immer die Leute um, die dir helfen wollen. Guck mal mal. Hä? Asch. Was denn? Schlafzauber. Ey, die kann echt die ganzen Lieder. Hm. Was? Ryan, ich glaube, es ist nicht so schlimm, wenn die singen. Nein, überhaupt nicht. Singen ist überhaupt nicht schlimm. Okay, warte, eigentlich. Hab ich was gegen Schlaf? Da gibt's doch gar keinen Zauber für, oder? Also oh, okay, es gibt 8 einfach als Dingens. Asch. Nicht wieder Leute einschläfern, Mann. Pinkie Pie. Okay, sing mal den Song. Ich will wissen, was, ob der wirklich das macht, was ich denke. Währenddessen wir sie wieder aufwecken. Rest. Oh ja, das ist ein super Lied. Oh, aber die werden mit einem HP gerest. Das ist vielleicht nicht so schlau. Okay, Heal 3. Okay, Pinkie Pie, eine Paralyse. Angriff. Angel. Okay, das war jetzt sinnlos. Atlantic Song. Okay, das war Mute. Achso, Silent. Ja, gut. Macht wohl Sinn. Ah, Fluttershy, hol deinen Phönix und lass Twilight wiederbeleben. Nuke. Ach fuck, die kann jetzt nicht angreifen. Okay, greif einfach an. Und du auch. Und du auch. Angriff. Heals we Saber. Angriff. Angriff, Angriff. Doppelmiss.
Geheimnis. Asch. Schläfer dem mir wieder so viel ein. Mensch, Effekte sind schlimm. Warum weicht die so oft aus? Oder ist Wellbot das irgendwie blind? Nee, eigentlich nicht. Wir brauchen jetzt mal wieder Wall und Saber. Damit wir wieder ein bisschen Schaden machen können. Atlantic Song. Okay, gemisst. Angriff. Fade. Nuke. Angriff. 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 Kick. Stunt. Okay, Stunt wieder weg. Angriff, Fade, Nuke, Angriff, Angriff, Angriff. Sleep Attack. Ach fuck. Wir sind noch nicht die einen, die am meisten Damage macht und die auch immer irgendwie erst als letztes angreift. Ah. Eight. Nuke. Angriff, 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 Angriff. Okay, jetzt ist sie wieder dran, oder? Temporation. Oh nein, das ist ja mit Konfusion. Oh nein, das ist einer der schlimmsten. Oder eigentlich sogar der schlimmste. Eight. Schaffst du es schon. Läuft doch sehr gut. Er hat Konfusion, die beiden. Item. Eight. Wenn du Glück hast, das ist mit einer Runde vorbei. So, Pinkie Pie kann jetzt... kann niemanden schlagen, weil sie rechtzeitig geaidet wird. Und die andere auch nicht. Okay, passt. Besiegt! Wir haben Pinkie Pie besiegt! Wir haben das, was war das nochmal für ein Element? Der was? Pinkie Pie war, glaube ich, Zorn. Ja, okay. Warum eigentlich das? Von Lachen? Müsste man eigentlich irgendwas Trauriges als Gegenteil nehmen. Aber ja, wütend. Hey, na, wütend ist aber nicht traurig. Ja. Naja, jetzt Zweiratsfrage. Was willst du denn da bitte als Gegenstück machen? Ja, Traurigkeit. Oder was bei Twilight? Antimagie, böse Magie, die dunkle Seite der Magie. Was sie ist, das sehen wir erst im nächsten Tag. Das hast du erfasst. Also, wir werden nicht vergessen und tschüss. Ciao.